Ja, hallöchen, liebe Freunde des LS19. Ich bin's wieder, euer Lucky Lacker, und ihr schaut auf dem Kanal Lucky Lacker zockt. Und zwar, ich spiele weiter die Ebsdorfer Heide. Ich komme mal gerade raus. V2. Und es ist die dritte Folge. In der Zwischenzeit von Folge 2 zu Folge 3 ist viel passiert. Wo fange ich an? Wiese 67 habe ich getiefenlockert und neu mit Gras angesät und auch gedüngt. Feld 2 habe ich getiefenlockert, gedüngt einmal und angesät. Jetzt ist Unkraut drauf, da werden wir uns gleich drum kümmern. Feld 1 wurde auch getiefenlockert, wurde auch wieder angesät und zweimal schon gedüngt. Einmal kurz zur Info, hier ist auf Feld 2 ist Weizen drauf, auf Feld 1 ist Sojabohnen drauf. Die 79, da ist schon Gras fertig gewachsen, das werden wir mähen. Sobald auch die 67 erntereif ist, dann machen wir beide Wiesen von Gras auf einmal. Die 81 und die 75, da ist, ja, wer weiß es noch, von Folge 1, da ist Klee drauf. Und seht ihr, der ist erntereif, werden wir uns auch gleich drum kümmern. Was ist noch passiert? Ich klicke einmal ins Tiermenü und zwar habe ich auf 30 Höhe erhöht jeweils, also 60 gesamt. Ihr seht es aber, Nahrung ist nicht ganz so gut. Mais-Silage, Gras-Silage, GPS seliert im roten Bereich. Haben wir nichts mehr da, habe ich alles reingehauen, was wir hatten. Mein Plan, sobald die Felder abgeerntet sind, einmal Mais anbauen und das Ganze dann häckseln. Sauberkeit, da kann ich mich gleich drum kümmern. Wasser kann ich mich drum kümmern. Strohpellets, ja, wir haben noch Strohballen da. Ist aber im grünen Bereich, also nicht so wild. Heu haben wir auch nichts mehr da. Müssten wir also auch mal wieder irgendwann machen und dann auch ballen und einlagern. Kleesilage, wie eben schon erwähnt, den Klee wollen wir gleich mähen und dann machen wir daraus Kleesilage. Gras frisch haben wir auch nichts mehr da. Müssten wir auch, ja, warten, bis die Graswiesen soweit sind und dann Gras frisch einsammeln und auch da, ja, wieder einfüllen. Milch ist auch schon ein bisschen da, aber noch nicht ganz so viel. Werden wir einmal ein bisschen sauber machen. Ich habe auch ein bisschen Kredit erhöht und ich werde gleich nochmal Kredit erhöhen, denn ich möchte noch gerne Feld 45 kaufen. Ich habe die Nacht vorgespult, leider wurde nichts auf Feld 45 angebaut, was ich eigentlich gehofft hatte. Müssen wir leider grubbern bzw. Tiefen lockern oder pflügen, weil davor waren Zuckerrüben angebaut. Ja, könnten wir auch im Grunde Kursplay-Helfer in Auftrag geben, das Ganze. Wo starten wir als erstes? Ich überlege mal. Feld 2 wollten wir in Auftrag geben. Ja, machen wir es erstmal. Ach, bevor ich es vergesse, hier steht es schon. Und unser Favorit 515C. Ich habe den kleinen Strautmann verkauft. Ein 2-Achser-Strautmann gekauft. Ist aus Mottab. Und der ist auch schon voll mit Gerste. Die wollte ich verkaufen. Aber der Preis geht erst gerade nach oben. Ich möchte den natürlich ja, teuer verkaufen. Gewinnbringend verkaufen. So wollte ich eigentlich sagen. Deswegen warten wir da noch ein bisschen mit. Ja, nehmen wir den nehmen wir zum Tiefen lockern, ja. Das machen wir gleich. Wir gehen einmal hier rüber. Habe ich noch etwas Neues gekauft? Ja. Haha. Ein Striegel haben wir gekauft. Ja, nichts Besonderes. Ganz normaler, klassischer Striegel aus dem Standardspiel. Gewichte haben wir gekauft. Hier liegt noch eins. Ja, ein bisschen Saatgutpaletten. Das Regal. Kennt ihr auch noch nicht. Hier platziert. Drüben ging es leider nicht wegen dem Beton. Und ein bisschen Kalk und Dünger eingelagert. Hier waren auch schon Paletten drin, die wurden aber aufgebraucht. Und ich habe hier umgeräumt. Hier stehen jetzt die Fahrzeuge. Und hier vorne in der Garage, wir gehen mal durch die Geheimtür. Die geht nach außen auf. Zack. Stehen unsere Fahrzeuge. Nanu, was ist das Graues da? Ja, ich habe einen neuen Trecker gekauft. Aha. Eine New Holland T6. Ja. Warum grau? Ist aus dem Modder. Der Mod. Ich habe den grau lackiert. Ich finde, der sieht in grau echt schick aus. Fällt mir sehr gut. GPS hat er bekommen.
Ja, 180 PS Variante, Radgewicht, Rundumleuchten, Standardpacke-Programm, ne? Frontannahme und so weiter und so weiter, ne? Ja, und ich würde sagen, mit dem werden wir dann gleich mal die Wiesen mähen. Mit dem Klaas haben wir es ja schon gemacht öfter. Als erstes wollten wir aber einmal sauber machen. Da schnappen wir uns mal den Liebherr Teleskoplader für. Rennspaziert, Motor starten und auf geht's. So, wir brauchen einmal die große Schaufel, um auszumisten. Jupp, das passt. Sehr schön, fahren wir los. Innenperspektive geht auch. Die sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen, beim Teleskoplader hier. So, muss ich einmal Türchen öffnen. Und ich flitze einmal zu den Kühen und stelle einmal das Wasser an. Flitzen. Zack. Einmal den Wasserhahn aufdrehen. Kriegen wir schon mal zumindest Wasser wieder ein bisschen. Voilà. Ne, Kühe? Alles gut? Ja, feine Kuh. Das Gatter wieder schließen, selbstverständlich. Und einmal müssen wir die ausmisten. So, gucken wir mal. Kommen wir so da rein? In der Innenperspektive. Ja, guck mal, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, oh, oh. Ah, ich glaube, da müssen wir einmal gucken. Ja, ich bin viel zu tief gewesen. Machen wir es einmal so. So, können wir das auch noch weg hier? Oder ist das nur so optisch? Optisch da. Nein, das geht auch weg. Guck mal. Geht auch weg und da vorne war noch was. Ja. Und da war auch noch was. Ja, perfekt. 905 Liter Mist. Den werden wir einmal in den Mistplatz verschaffen. Tür zumachen, dass keine Kühe auspupsen. So. Jo, einmal rum hier. Der ist ja gegenüber von der Hofeinfahrt. Oh, gegen den Strautmann fahren. Gegen den neu erworbenen Strautmann. Einmal hier rüber. Und dann lähmen wir das Ganze einmal hier aus. Sehr schön. Erledigt. So, da wir das so schön erledigt haben, werden wir jetzt als erstes den Teleskoplader wieder in der Garage parken. Ich glaube, die Schaufel lasse ich mal dran. Die brauchen wir am meisten davon aus. Am meisten wieder. Am ersten wieder. Runterklappen. Perfekt. Motor aus, aussteigen. Tür zumachen. Jo, dann gehen wir zum Fendt 500. 515, um genau zu sein. Und wir kaufen Feld 45. Das kostet, ich glaube, 110. 110. Dann leihen wir uns mal so viel, dass wir 110 haben. So, machen wir mal 970 glatt leihen. Und Feld 45 kaufen. Und das Ganze muss jetzt einmal tiefenlockert werden. Den einmal abkuppeln und wir stellen gleich hier schön den Busplay-Fahrer ein zum Tiefenlockern. Einmal den Tiefenlockerer holen. Der steht ja hier in unserem schönen Unterstand. Da muss ich nochmal ein bisschen nachsetzen. Ausgestiegen, angekuppelt, hochgefahren und vorwärts. So, 45. So. Dritte Feld gekauft. Ja, wir investieren, habe ich auch so gesagt. Kühe war das erste. Als nächstes sollten ja noch die Hühner kommen. Da
keine Sorge. Komm. Trinken. Und dann einmal Cosplay. Feldarbeit. Kurs generieren. Wir sind auf Kurs. Auf Wiese 5. Oh, da war es. 40. Vorgewende machen wir. Ja, machen wir mal. Machen wir mal 4 Bahnen. Schar. Und wir müssen, wir haben da eine Feldinsel. Machen wir mal ganzer Kreis. Gucken, ob wir damit hinkommen. Und dann generiere Feldkurs. Escape. Mitarbeiter oder Abfahrer einstellen. Let's go. Momentan sieht es gut aus. Schauen wir mal. Ja. Er wird sonst meckern, wenn er irgendwo gegengefahren ist. Wir switchen einmal durch zum Klaas. Da ist er. Wir müssen aber einmal hier das Türchen öffnen. So. Den Klaas nehmen wir jetzt zum Striegeln. Huch, bin ich rausgestiegen. Wollte eigentlich W drücken. Und zwar das Unkraut auf Feld 2 beseitigen. Er hat jetzt auch sein Klaas-Gewicht vorne dran. Angekuppelt, Schläuche angebracht. Klar, und? Immer war das Ganze. Jo. Geht's. Gerst verkaufen wir später. Die wird uns ja nicht schlecht. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wo finde ich, dass der Wachstum schon zu weit fortgeschritten ist? Aber. Oha, oha, oha. Ich hab's nicht beachtet. Ich hab's nicht beachtet. Anfängerfehler. Leute, Anfängerfehler. Wir brauchen Narrow Tires. Narrow Tires dafür, theoretisch. Er fährt nämlich das Feld kaputt. Aber wir haben ja eine Werkstatt auf dem Hof. Wir können doch auf dem Klaas hier Narrow Tires drauf machen. Also Pflegebereifung. Ah, das will ich auch nicht kaputt fahren. Gucken wir mal, ob das Ganze geht. Kann ich den hier so stehen lassen? Kennt der Trigger den dann noch? Ja, konfigurieren. Radgewichte, Standardradgewichte, Bereitreifung, Anreifung, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung, Pflegebereifung. Da ist sie. Konfigurieren, kostet auch 0 Euro. Sehr schön. Ah, jetzt ist alles gekuppelt. So. Vielleicht auch nach oben. Und jetzt haben wir Pflegebereifung drauf. Jetzt können wir durch unsere Pflanzen fahren, ohne sie zu zerstören. Ja, wir fahren die mal schön rückwärts, 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 rückwärts. Ah, guck mal, die Wiese wächst auch schon hier. Hervorragend. Wir klappen schon mal den Striegel aus. So, fahren hier unten in Position. Und dann geht auch Cosplay hier auf Reisen. Der Cosplay-Fahrer. Feldarbeit, Kurs generieren. Diesmal müssen wir aber natürlich Feld 2 auswählen. Auch Vorgewende. Machen wir aber mal nur 2 Bahnen. Auch scharf. Wir haben keine Feldinsel. Brauchen wir nicht machen. Generiere Feldkurs. Ja, alles klar. Und dann auch einmal Let's Go. Und weg damit. Der andere kommt anscheinend auch klar. Bis jetzt hat auch keinen Fehler angezeigt. Gut, dann tappen wir mal durch zum New Holland. Schönes Ding. Hupe geht auch. Und ich werde jetzt mal das Mähwerk von Pöttinger holen und dann werde ich die Kleewesen ernten. So, ankuppeln. Die Quelle an. Und noch das Heckmähwerk. Ankuppeln. Dann haben wir es auch schon wieder gleich. Ist schief dran gefahren. War ich ein bisschen zackig unterwegs. So, alles angekuppelt.
Ja, wir haben heute noch keine Timelapse gehabt, deshalb Main ist jetzt ja auch nicht ganz so spannend. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich zwei Kurzplay-Kurse erstellt habe, was alles passiert ist. Ich werde jetzt die 81 und die 75 in einer kleinen Zeitraffer-Timelapse mähen und danach hören wir uns nochmal wieder. Bis gleich! Bin ich wieder. Seid gegrüßt. Das war die kleine kurze Timelapse vom Kleewiesenmähen. Alle Wiesen sind durch. GPS kann aus. Ja. Bringen wir das Mähwerk wieder Richtung Hof und stellen es zurück in die Halle. Ich sage, das war's. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst. Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren kostet nichts. Gerne auch die Glocke anklicken, damit ihr auch nichts mehr, wirklich nichts mehr auf Lucky Lucker zockt von mir verpasst. Gerne schreibt was in die Kommentare. Lob, Kritik, Anerkennung, was auch immer. Nur bleibt bitte höflich, ja. Und die nächste Folge, ich denke mal, nächste Woche, übernächste Woche, selbe Uhrzeit, sonntags ungefähr, kommt dann die vierte Folge, Ebsdorfer Heide. Gerne mal bei meinen anderen Projekten vorbeischauen. Oberbayern, montags bis freitags, 15 Uhr. Und immer wieder sporadisch ein Tutorial, Cosplay-Tutorial. Ja, schaut einfach mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei, da seht ihr die aktuellen Projekte und die passende Playlist zum jeweiligen Projekt. Schaut doch mal durch und ansonsten kann ich nur noch empfehlen Instagram und Discord, um nichts mehr zu verpassen. Links dazu in der Videobeschreibung. Bis zur nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, tschüssi.